Weiß sicherlich Andreas Wolf vom DAX-Monitor. Herr Wolf, schauen wir uns zunächst die Wirtschaftsdaten der Eurozone an. Sie haben ja gestern doch irgendwo positiv überrascht. Heißt das, dass die Realwirtschaft jetzt irgendwo die Erwartungen der Finanzmärkte auch erfüllt oder denen zumindest folgt? Guten Morgen, Herr Groß. Ich würde es mal so formulieren, die Finanzmärkte haben schon immer den Tick oder die Nase voraus, was die Entwicklung der Wirtschaft angeht. Also die Formulierung, die Realwirtschaft erfüllt die Erwartung der Finanzmärkte, würde ich so nicht unterschreiben, sondern die Finanzmärkte haben einfach qua Handlung der Marktteilnehmer, die ja sehr stark auf die zukünftige Entwicklung setzen und die Indikatoren entsprechend schon eine Vorgabe. Und das heißt, dass der Ist-Zustand für die Finanzmärkte in der Regel, wenn er nicht ein politischer ist, ökonomisch uninteressant ist, sondern man schaut drauf, wie werden sich die Entwicklungen in einem halben bis ein Jahr ergeben. Und man sieht auch schon an den Prognosen der entsprechenden Wirtschaftsinstitute, dass sich das langsam, langsam wohlgemerkt nach oben dreht. Automobilabsatz in den USA, der Markt läuft ja nach wie vor fast wie geschnitten Brot. Die deutschen Hersteller haben sich auch gut positioniert, wenn man jetzt mal, ja, kleine Ausnahme Volkswagen, der von ihren großen Zahlen sicherlich ein bisschen jetzt nachgeben mussten. Was für Auswirkungen erwarten Sie auf den Markt? Ja, es ist alles in allem positiv, weil man eben doch sehr stark immer wieder nach China schaut und dort die Absatzzahlen sich betrachtet. Und wenn dann es da mal einen kleinen Buckel nach unten gibt, dann werden gleich die Automobilhersteller, spezifisch die Deutschen, dann im Grund und Boden verkauft, um es mal so auszudrücken, was immer nur einen kurzfristigen Effekt hat. Also mittelfristig gesehen läuft das Geschäft bei denen hervorragend, weil sie sich eben natürlich auf die verschiedenen Märkte mittlerweile sehr flexibel eingestellt haben, auch auf die verschiedenen Geschwindigkeiten, Konjunkturentwicklungen der entsprechenden Märkte. Nur insofern kann man sicherlich erwarten, dass bei einem auch nur moderaten Konjunkturaufschwung in den USA und dann zeitverzögert natürlich auch in der Eurozone die Kurse dieser Automobilhersteller hier in Deutschland spezifisch dann auch stärker zulegen werden. Die Fed hat ja angekündigt, schon seit einiger Zeit, wenn die Konjunktur sich gut entwickelt, sprich der Arbeitsmarkt einigermaßen ansieht, dann könnte man sich tatsächlich abwenden von der lockeren Geldpolitik. Sehen Sie, dass das schon in absehbarer Zeit, vielleicht schon in der nächsten Sitzung auf uns zukommt? Nein, das sehe ich nicht, weil das ist ein Kriterium der Fed, allerdings nicht das Primärkriterium. Das Primärkriterium der Fed ist eine Arbeitslosenquote, die sich in die Nähe von 6% bewegt. Wir liegen jetzt bei 7,5% und sind damit noch ein gutes Stück davon entfernt. Ich denke mal, dass die Arbeitslosenquote, also der Durchsatz der positiven ökonomischen Entwicklung in den USA, sich erst zum Beginn des nächsten Jahres bemerkbar macht, dass die Fed also praktisch erst mit Beginn des nächsten Jahres anfangen wird, diese lockere Geldpolitik dann stärker zurückzufahren. Sicherlich macht sie das hier und da ein bisschen flexibler. Deshalb hat man diese Anleihenkäufe ja auch letztendlich jetzt flexibilisiert im Volumen. Aber eine Totalabkehr von der lockeren Geldpolitik, die wird es also in kurzer Zeit nicht geben. Was passiert am Donnerstag, wenn die EZB zur Pressekonferenz bittet? Zinsen historisch niedrig hat man in der letzten Sitzung ja noch einmal gesenkt. Jetzt ist hier und da zu hören, ja, denkt doch mal drüber nach, über einen negativen Einlagenzinssatz, wenn also die Geschäftsbanken ihr Geld parken über Nacht bei der EZB. Was erwarten Sie für den Donnerstag? Naja gut, also dass an der Zinsschraube da nicht mehr weiter gedreht wird im Allgemeinen vorläufig, das ist klar, weil man auch sehr stark, wie gesagt, nach Amerika rüberschaut und auch wiederum die Effekte von dort einrechnen muss, die ja dann zwangsläufig kommen werden. Die positiven wohlgemerkt, was diesen negativen Einlagezinssatz angeht für die Banken, das ist sicherlich eine Sache, die, ich sag mal, schon etwas spät kommt, weil es natürlich genau da hakt. Und es wäre schon zu begrüßen, wenn der Druck der EZB auf die Geschäftsbanken zunimmt, eben statt Geld irgendwo anzulegen bei der Zentralbank, das eben in den Wirtschaftskreislauf gibt. Ob das jetzt auch tatsächlich passiert, werden wir sehen. Es wäre sehr begrüßenswert, wenn eben die alte verkrustete Struktur dadurch angefangen wird aufzubrechen und der Wettbewerb im Bankensektor dann wieder zunehmen wird. Jetzt stehen wir im Prinzip auch ja, vor einigen Hauptversammlungen. Wir haben heute zum Beispiel die Hauptversammlung von SAP. Ist das so ein bisschen Business as usual oder gibt es da tatsächlich Impulse seitens dieser Hauptversammlung für den Handel?
Naja, Business as usual ist das nie, weil natürlich bei diesen Hauptversammlungen nebst den kritischen, allgemein normal kritischen Aktionärsvereinigungen, die da versuchen immer so ein bisschen Pfeffer aufs Essen zu geben, auch konstruktive Nachrichten fließen. Das heißt also, dass der Vorstand natürlich auch immer noch ein bisschen zu den allgemein bekannten Daten was dazu gibt. Im aktuellen Sinne heißt, wie stehen die Geschäftsaussichten jetzt, wie sind die Umsätze jetzt. Insofern kann man da immer noch eine Aussage erwarten, die sicherlich den Kurs bewegen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass am nächsten Tag dann meistens der Dividendenabschlag folgt. Und erst dann kann man auch sehen, wie stark diese Reaktionen dann auch vom Markt aufgenommen werden. Also welche Wirkung die eine oder andere Aussage dann auch hat. Der DAX gestern trotz schlechter Vorgaben hat er Boden gut gemacht, bis zum Mittag dann am Ende des Tages doch wieder kräftigst verloren. Heute sehen die Vorgaben wesentlich besser aus. Wir sind auch gut in den Handelstag gestartet. Was für Tendenzen sehen Sie heute? Es ist, wie Sie gesagt haben, stark zu sehen, dass die Volatilität in einem bestimmten Rahmen zunimmt. Das heißt, in der Spanne zwischen sagen wir mal 8.200 und 8.450 Punkten bewegt sich der DAX in den vergangenen Tagen relativ zügig von oben nach unten beziehungsweise umgekehrt. Sicherlich wird es noch einmal im Verlauf der nächsten anderthalb Wochen zu einem Test dieser 8.200 oder 8.151 Punkte, also dem alten Allzeithoch, kommen. Prinzipiell aber kann man natürlich sagen, dass das alles nur der Versuch ist, sozusagen diese Ausbruchsvariante des DAX, diese große Ausbruchsvariante, nochmal zu verifizieren seitens zum Beispiel der Bären. Und das deutet sich schon sehr stark an, dass, sage ich mal, jeder Versuch, den DAX dann nochmal drunter zu führen, eher eine Bärenfalle wird, sodass nach dem großen Terminverfall am 21. Juni dann damit zu rechnen ist, dass die Kurse über diese alte bisherige hohe Höchstmarke von 8.550 Punkten deutlich ansteigen. Also nächstes Kursziel liegt im Bereich um 9.000 Punkte beim DAX. Kursziel 9.000 Punkte, Andreas Wolf vom DAX Monitor. Vielen Dank.